Kohei Saitos Systemsturz. Bestseller in Japan, hat sich über 500.000 Mal verkauft innerhalb kürzester Zeit. Jetzt auf Deutsch ist das Buch, welches ich allen Menschen empfehlen würde, den ich letztes Jahr Ulrike Hermanns Das Ende des Kapitalismus empfohlen hatte und die eventuell unbefriedigt waren mit ihren Lösungsvorschlägen à la britischer Kriegskapitalismus im Zweiten Weltkrieg. Kohei Saito hat da andere Vorschläge, die meines Erachtens nach viel spannender klingen. Geht unter anderem auch um die Groß, aber nicht im kapitalistischen Sinne, sondern im Sinne eher einer Mindset-Änderung. Also sprich, wir verzichten nicht um zu verzichten und um uns es schlechter gehen zu lassen, sondern wir machen uns einfach klarer, was wir überhaupt eigentlich brauchen in unserer Welt. Der Lösungsvorschlag wird begleitet durch eine Reaktivierung von Commons, also sprich den Gemeingütern, und das alles unter demokratischen Spielregeln. Genau, sehr lesenswert.